Sehr, sehr schönen Dank an Sie, Frau Renner-Henke, dass Sie mich eingeladen haben in dieses kleine Form, die ein wunderbares Forum bietet, für mich nochmal hier zu stehen, wo ich meinen Bewerbungsvortrag vielleicht vor 2 Jahren gehalten habe und damals über Kafka in der türkischen Literatur gesprochen habe. Und heute haben wir das Thema anders gewählt. Und ich möchte heute darüber sprechen, es gibt eigentlich 2 Teile, einmal darüber, wie sich meine Forschung gerade, in welche Richtung sie sich bewegt, nämlich die Erforschung der Säkularisierungsprozesse in der Türkei und auf der kulturellen und literarischen Ebene und der Religionskritik seit dem 19. Jahrhundert. Und auf der anderen Seite werde ich Ihnen einen 2. Teil dann vorstellen, wozu ich bisher gearbeitet habe, nämlich zu den Reformen der Modernisierung und Säkularisierung türkischer Universitäten ab 1933. Mein Titel heißt Säkularisierung im Jahre 1933 von der Rolle humanistischer Reformen bei der Neuaufstellung türkischer Universitäten. Die zunehmend verstärkte Rolle religiös motivierter Anschauungen und der damit verbundene Diskurs über Säkularisierung im modernen Zeitalter erfordert unsere dringende Aufmerksamkeit. Allgemein geht man davon aus, dass sich Säkularisierung und die damit verbundene Praxis des kritischen Denkens, des Rechts auf Selbstbestimmung und Aufklärung in der westlichen Welt durchgesetzt hat. Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte haben Philosophen, Sozialwissenschaftler und Kulturkritiker sowohl den kontinuierlichen Rückgang von christlichen Glaubenspraktiken in Europa kommentiert, als auch die zunehmende Sichtbarkeit des Islams. Einige kamen zu dem fraglichen Ergebnis, dass wir nun in einem postsäkularen Zeitalter leben. Ob mit Post eine Ablösung des Säkularen oder aber eine Umstrukturierung dessen gemeint ist, steht dabei offen. Abgesehen davon, wie wir unser gegenwärtiges Zeitalter nennen, lässt sich beobachten, dass Ideale der Moderne und Aufklärung schrittweise zugunsten kulturrelativistischer Ansätze und von Political Correctness getragenen Diversitätsansätzen aufgegeben werden. Ob wir glauben, dass der Säkularisierungsprozess geradlinig fortschreitet, um eine sogenannte postsäkulare Stufe zu erreichen, oder ob wir Säkularisierung überhaupt als Fortschritt ansehen, ist abhängig von einem meist ideologisch determinierten, aber auch historischen Ausgangspunkt. Der europäisch geprägte Säkularismus diente zweifellos als bedeutendes Narrativ für die Verbreitung der Modernisierung in ganz Europa und erreichte über Handelswege, kolonialistische Eroberungen und imperialistische Außenpolitik außereuropäische Gebiete. Es wäre jedoch ein Fehlschluss zu behaupten, dass säkulare Praktiken und Institutionen in der sogenannten nicht-europäischen oder nicht-westlichen Welt nur unter europäischem Einfluss zustande gekommen seien. Im 16. Jahrhundert schon unterschied beispielsweise die osmanische Rechtsprechung zwischen weltlichen und religiösen Formen des Rechts. Es gab also eine Unterscheidung zwischen Kanun, dem weltlichen Recht, und dem religiösen Recht. Die Untersuchung solcher Formationen des Säkularen, die also lange vor der Aufklärung schon institutionalisiert wurden in der Rechtsprechung, über die Grenzen Europas hinaus, hat die Wissenschaft bisher jedoch tendenziell vernachlässigt. Diese Vernachlässigung hat ihren Preis. Säkularismus nur aus dem Christentum oder vielleicht auch aus der jüdisch-christlichen Tradition heraus zu erklären, heizt die These der Clash of Cultures weiter an. Gekoppelt mit ökonomischen und politischen Faktoren erschwert dieser Diskurs, der Säkularisierung nur auf die Geschichte der christlich-jüdischen Tradition zurückführt, unsere Auseinandersetzung mit der heutigen Rolle aller 3 monotheistischen Religionen. Um diesem entgegenzuwirken, entwickle ich derzeit ein Projekt, in dem ich mich mit der Tradition von Kritik, Dissens und säkularisierenden Prozessen im Islam auseinandersetze und diese am Beispiel der osmanischen und türkischen Literatur- und Kulturgeschichte untersuche. Und eigentlich ist das nicht alleine zu schaffen, also angedacht ist natürlich ein gemeinsames Forschungsprojekt mit Nachwuchswissenschaftlern, die zu diesem Thema auch arbeiten würden. Den Schwerpunkt meiner Forschung lege ich auf Formationen von Weltlichkeit, die nicht direkt mit der europäischen Renaissance oder der Aufklärung verknüpft sind. Ich grenze mich daher bewusst von der herkömmlichen Vorstellung eines gescheiterten Wissens- und Kulturtransfers zwischen West und Ost ab und versuche, den Forschungsansatz dementsprechend zu erweitern. Mit meinem Projekt möchte ich neue Perspektiven als Alternative zu der gegenwärtigen Debatte entwickeln, in der das Säkulare als Gegenmodell des Religiösen und Islam als Gegenmodell zur Moderne verstanden wird.
Die Ansicht, dass der Säkularismus dem Islam fremd sei, ist nicht nur weit verbreitet, sondern auch in einer Reihe von einschlägigen Studien zum Islam verwurzelt. In Islam and the West zum Beispiel behauptet Bernard Lewis, dass der Säkularismus in der muslimischen Welt ein importiertes westliches Konzept sei. Etwas, das der islamischen Welt im Wesentlichen fremd gegenüberstehe und von ihr nur unvollständig integriert worden sei. Lewis unterstützt seine Forderung mit dem Hinweis darauf, dass weder das klassische Arabisch noch andere traditionelle Sprachen der islamischen Welt über Begriffspaare wie irdisch und religiös verfügen. Ich zitiere: Classical Arabic and other traditional languages of Islam lack the pairs of terms corresponding to lay and ecclesiastical, spiritual, temporal, secular and religious. Postcolonial Studies ist zwar unter anderem aus Edward Saids kritischer Studie orientalistischer Diskurse hervorgegangen, und er hat natürlich Bernard Lewis vor allem kritisiert. Allerdings sind im Rahmen der Postcolonial Studies bis heute keine kritischen Terminologien entwickelt worden, um der Existenz von weltlichen Sphären innerhalb mehrheitlich muslimischer Gesellschaften gerecht zu werden. Paradoxerweise haben Islamisten wie auch kemalistisch gesinnte Säkularisten in der Türkei die Ansicht verinnerlicht, dass der islamischen Geschichte selbst lokal entwickelte säkulare Sphären fehlen. Islamisten in der Türkei lehnen beispielsweise den Säkularismus als westlichen Import ab und konstruieren Ungläubige wie auch nicht-muslimische Bürger als Bedrohung der türkischen Gesellschaft. Im Grunde führen beide, Islamisten wie Kemalisten, den Diskurs fort, der Säkularisierung als einen fremden Prozess begreift. Für Islamisten repräsentiert der Säkularismus eine Bedrohung der eigenen Kultur, für Kemalisten ist die Einführung einer laizistischen Verfassung unter Mustafa Kemal Atatürk der unentbehrliche Wegbereiter für den Eintritt in das Zeitalter der Moderne. Die Säkularisierungsprozesse im Osmanischen Reich und der Türkei nicht nur auf den Einfluss europäischer Diskurse zurückzuführen, ist weder mit der islamistischen noch mit der kemalistischen Auslegung der Geschichte vereinbar. Säkularisierende Diskurse bei den Osmanen möchte meiner Ansicht nach jedoch als heterogener Diskurs verstanden werden, der zu einem gewissen Grad von dem Konzept des Vielvölkerstaates des Osmanischen Reiches getragen wurde. Dieser Diskurs kann gleichermaßen in Texten von osmanischen Muslimen, Juden, Christen, Agnostikern und Atheisten nachvollzogen werden. Dadurch begründet sich mein Vorschlag, kritisches Denken nicht als eine Domäne einer einzigen religiösen und kulturellen Tradition zu betrachten, sondern sie auch im Zusammenhang oder vor allem im Zusammenhang des osmanischen Selbstverständnisses vom Vielvölkerstaat zu untersuchen, das entlang religiöser Differenzen natürlich konzipiert war. Entscheidend für dieses Forschungsprojekt ist die Einsicht, dass der Begriff säkular, wie die Herausgeber des Bandes Rethinking Secularism zu Recht ausführen, nicht als eine allgemeingültige Konstante in der vergleichenden Forschung eingesetzt werden kann. Historisch gesehen wandelte sich die Bedeutung des Begriffs natürlich wie jedes andere. Zum Verständnis der Begriffsgeschichte in der Türkei möchte ich zunächst die Ergebnisse des Soziologen Niyazi Berkes anführen, der von der Universität Ankara im Jahre 1948 aufgrund seiner linksgerichteten Überzeugung entlassen wurde. Im kanadischen Exil konzentrierte Niyazi Berkes seine Forschung hauptsächlich auf Säkularisierungsprozesse im internationalen Vergleich. 1964 veröffentlichte Berkes eine Studie zur Entwicklung des Säkularismus in der Türkei, die mit der oft wiederholten Annahme beginnt, dass im Christentum, anders als im Islam, die geistige und irdische Welt von Anfang an getrennt sei. Aufgrund einzigartiger historischer Umstände war die Etablierung einer dem Staat über-, gleich- oder untergeordneten Kirche nicht vergleichbar mit der institutionellen Rolle von Moscheen in islamischen Gesellschaften. Berkes fügte hinzu, dass der Dualismus und die Spannungen zwischen der geistigen und der irdischen Welt, die das Christentum auszeichne, in islamischen Gesellschaften so nicht existiert habe. Berkes nach waren der Staat und die Religion in der Geschichte des Islams miteinander verschmolzen, sodass der Staat als Verkörperung der Religion und Religion als das Wesen des Staates verstanden wurde. Statt aus dem Fehlen von ausgeprägten säkularen Institutionen zu schließen, dass Säkularisierung irrelevant für das Studium muslimischer Gesellschaften sei, schlug Berkes damals schon zwei Schritte vor.
Erstens anzuerkennen, inwieweit religiöse Weltanschauungen Aspekte muslimischen Lebens tatsächlich beherrschen. Und zweitens zu erkennen, dass der primäre Konflikt in muslimischen Gesellschaften eben nicht zwischen religiösen und weltlichen Dingen, wie man glaubt, sondern zwischen Tradition und Wandel liegt. Dem Soziologen zufolge wurde im Übergang vom osmanischen Vielvölkerstaat zum türkischen Nationalstaat die Ressentiments zwischen Unterstützung von Tradition und Wandel als Spaltung zwischen Religiosität und Weltlichkeit artikuliert. Also für ihn steht wirklich im Vordergrund der Konflikt um den Fortschritt, um was für einen Fortschritt es sich handelt und die Spannungen zwischen der Vergangenheit und der Zukunft und nicht zwischen Religiosität und Weltlichkeit, wie es auch oft artikuliert wird. Entgegen der Behauptung von Bernard Lewis, dass der islamischen Welt Begrifflichkeiten des Säkularen fehlen, lassen sich am Beispiel der türkischen Sprache in der Tat eine Reihe von Begriffen finden, an denen historisch-spezifische Standpunkte von Weltlichkeit durchaus reflektiert werden können. Im Türkischen gibt es zum Beispiel das Wort Dünyevi oder Dünyasal, welches von dieser Welt oder weltlich bedeutet. Asri kommt aus dem arabischen Al-Asr und bedeutet Epoche. Laik ist die Bezeichnung, die von Mustafa Kemal Atatürk und anderen republikanischen Reformern verwendet wurde, die zuerst das Sultanat und dann das Kalifat abschafften. Als im Jahre 1928 der Islam als Staatsreligion von der Verfassung gestrichen wurde, legte man die Grundlage für die Einführung des Laiklik, also laizistischen Verfassungsprinzips im Jahre 1937. Obwohl Laiklik aus dem französischen Konzept der Laicité abgeleitet wurde, die Kirche und Staat strikt voneinander trennt, bezeichnet die türkische Laiklik eine andere Beziehung zwischen religiösen und staatlichen Institutionen. Und diejenigen aus der Türkei werden es natürlich kennen. Es gibt ein Präsidium für religiöse Angelegenheiten, die Diyanet İşleri Başkanlığı, die dem Staat und der Regierung untergeordnet ist. Und das entspricht natürlich nicht dem französischen Prinzip, in dem Kirche und Staat so getrennt ist, dass die Kirche nicht dem Staat untergeordnet ist, sondern aus staatlichen Angelegenheiten herausgehalten wird. Der französische Begriff der Laïcité, abgeleitet aus dem griechischen Laikos, vom Volk, Laie oder Nichtgeistlicher, ist daher von seiner Übersetzung als Laiklik in den türkischen Kontext abzugrenzen. Gehen wir von dem Begriff des Säkularen aus, das vom lateinischen Wort für Zeitalter, Säkulum, abgeleitet ist, finden wir äquivalente Begriffe im Türkischen. Ein Produkt der türkischen Sprachreform ist der Begriff Çağdaşlaşma, der wie Säkulum den Bezug zu Zeitalter beinhaltet und vielleicht am besten den Transformationsprozess vom Osmanischen Reich zur türkischen Republik fassen kann. Säkular dagegen ist ein Begriff, ein relativ neuer Begriff, der in türkischen Übersetzungen von Edward Said, Jürgen Habermas und auch Talal Asad Verwendung gefunden hat. Und den würde ich hier nicht benutzen, weil er wirklich eigentlich sich auf die Secular Kritik von Edward Said bezieht, die er entwickelt hat und die in diesem Kontext nur benutzt wird. Niazi Berkes bevorzugte den Begriff Çağdaşlaşma, um den zeitlichen Aspekt des Säkularismus hervorzuheben. Seine Wahl der Terminologie begründet sich in seiner Sicht, dass das Verhältnis von Staat und Religion im ausgehenden Osmanischen Reich nicht durch den inhärenten Dualismus zwischen diesen beiden Sphären markiert war, sondern durch Modernisierungsprozesse. Der Säkularisierungsprozess ist eng mit der Herausbildung des Nationalstaates im Jahre 1923 verknüpft. Die republikanische Türkei trat das osmanische Erbe aus einer Reihe von Gründen nicht an, von denen ich hier zwei wichtige nennen möchte. Zum einen hatte die neue Türkei für die Gründung einer ethnisch und homogen einheitlichen, türkisch und fortschrittlich orientierten Identität keinen Raum für die Kriegsverbrechen im Ersten Weltkrieg. Das Bewusstsein über die ethno-religiöse Vielfalt des Landes wurde für einen nationalen Zusammenhalt geopfert. Zum anderen trat die türkische Republik das islamisch geprägte osmanische Erbe nicht an, weil für die Modernisierung des Landes ihre grundlegende Säkularisierung als notwendig erachtet wurde. Um dies zu garantieren, wurde das Kalifat 1924 aufgehoben. Die Modernisierungsreformen Atatürks der 20er und 30er Jahre setzten die Zäsur für eine neue Zeit- und Geschichtsordnung, die sich ganz bewusst vom osmanischen
osmanisch-islamischen Erbe abwandte. Dies zeigte sich nicht nur in der Umstellung von der arabischen zur lateinischen Schrift, die Sie alle kennen, und vom islamischen zum gregorianischen Kalender, sondern eben auch in dieser Geschichtsvorstellung. Diese Neukonzipierung gipfelte in den humanistischen Reformen der 30er und 40er Jahre, die die türkische Kultur nicht aus dem Erbe des Osmanischen Reiches, sondern des antiken Europas heraus neu zu schöpfen versuchte. Mit der humanistischen Bildungs- und Kulturpolitik schufen die Reformen eine gemeinsame kulturelle Grundlage mit Westeuropa, die von einem säkular geprägten Bildungsbürgertum über Jahrzehnte hinweg tradiert wurden. Modernisierungsvorstellungen im späten Osmanischen Reich und der frühen Republik waren von der Überzeugung geprägt, dass man Bedingungen für eine Renaissance auf türkischem Boden schaffen müsse, um den Weg in die Moderne zu bereiten. Man hat sich also wirklich Anatolien ganz anders nochmal betrachtet. Im 19. Jahrhundert, bis ins späte 19. Jahrhundert, hatte das Osmanische Reich keine Interessen an den Ruinen des antiken Europa auf anatolischem Boden. Das änderte sich mit 1923. Mit den humanistischen Reformen, die dann 39 offiziell begannen, gab es neue Disziplinen der Archäologie und neue Konzeptionen von Geschichte, die die Türkei eben an diesen anatolischen Boden und das antike Erbe binden wollten. Die Gründer der türkischen Nation erbten jedoch von den Osmanen ein Dilemma, das sich ergab, weil man Fortschritt mit der Vorstellung eines modernen, Europa einfach gleichstellen wollte. Das eigene Zeit- und Geschichtsverstehen entlang der Achse einer fortschrittlichen, säkularen und modernen Türkei zu erklären, im Gegensatz zu einem veralteten, immer noch verspätet auf Europa reagierenden, islamisch orientierten Osmanischen Reich, intensivierte eben diesen Dualismus, mit dem das Land eigentlich bis heute noch kämpft. Säkularisierung war in den 30er Jahren mit der Vorstellung verknüpft, dass man die Renaissance und den Humanismus auf türkischem Boden neu erschaffen könne. Während die allumfassende Säkularisierung von Bildungsinstitutionen in der osmanischen Zeit noch unvorstellbar war, wurde die osmanische Hochschule Darül Fünun, die in den 68ern schon gegründet wurde, 1933 geschlossen, zwei Drittel ihrer Fakultät wurden entlassen und diese Universität Darül Fünun wurde dann als säkularisierte, modernisierte Istanbul Üniversitesi neu gegründet. Die Universität wurde zum Flaggschiff für die Neuaufstellung der Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften in der Türkei, nach dessen Vorbild weitere Hochschulen gegründet wurde. Die staatlich angeleitete Entkoppelung der republikanischen Türkei von ihrem osmanischen Erbe bei gleichzeitiger Annäherung an Europa verursachte jedoch Spannungen. Die Umsetzung des laizistischen Prinzips auf der Hochschulebene gipfelte in einer Kampagne gegen muslimische Geistliche, die für das Fortbestehen des Analphabetismus und die Rückständigkeit des Volkes verantwortlich gemacht wurden. Hunderte von theologischen Schulen wurden geschlossen. Muslimische Geistliche wurden aus Bildungs- und Kultureinrichtungen verbannt. Diese laizistische Wende stellte die Autorität muslimischer Geistlicher in Frage. Dass die an ihrer Stelle geforderte Identifikation mit dem geistigen Erbe des alten Europa und vor allem des alten Griechenlands, man hatte ja 1922 erst in Kriegen die Griechen von der ägäischen Küste vertrieben. Es gab kurz danach den erzwungenen Bevölkerungsaustausch zwischen den muslimischen Türken und den orthodoxen Griechen zwischen diesen beiden Ländern. Also kurz danach möchte diese Türkei ihr neues Geschichtsbild auf dem Boden des antiken Griechenlands gründen. Und natürlich kam es auch damals zu dieser Kritik. Führende Reformer blieben jedoch fest davon überzeugt, dass der säkulare Humanismus der Türkei zum Mittel dienen könne, das alte Bildungssystem zu überwinden und sich neu zu entdecken. Man sprach wirklich davon, sich neu in der Geschichte zu entdecken. Die Reformierung des türkischen Wissenschaftsbetriebes im Jahre 1933 fiel zeitlich natürlich, das wissen wir alle hier, mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten zusammen und es war ein historischer Zufall, dass in demselben Sommer, in dem man für die Modernisierung der türkischen Universitäten nach europäischen Akademikern suchte, hier in Deutschland das Gesetz zur Herstellung des Berufsbeamtentums entschieden wurde und viele jüdisch-deutsche Akademiker zur Emigration gezwungen wurden.
Als Vertreter der Notgemeinschaft deutscher wissenschaftlicher Wissenschaftler im Ausland führte Philipp Schwarz mit dem türkischen Bildungsminister Reşit Galip im Juli 1933 erfolgreiche Verhandlungen über die Anstellung deutscher Wissenschaftler an türkischen Universitäten. Beide Parteien schienen in diesem historischen Moment darum bemüht, der Aufnahme von deutschen Gelehrten einen besonderen Sinn zu geben. Der Bildungsminister Galip verglich die deutschen Gelehrten, die in Istanbul aufgenommen wurden, mit den byzantinischen Gelehrten, die nach der Eroberung Istanbuls aus Konstantinopel geflohen waren und angeblich mit ihren Manuskripten, die sie damals mitgenommen haben, die Renaissance in Europa zum Leben erweckt haben. Natürlich schmunzelt man heute, aber das war das Argument und die Geschichtssicht dieser Zeit, die natürlich ein türkisches Narrativ von Istanbul war. Man hat also gehofft, dass man durch diese europäischen Gelehrten, die nun aus Europa emigrierten und in die Türkei kamen, die den Humanismus wieder an ihren Geburtsort, nämlich nach Konstantinopel, zurückholen könnte und dadurch die türkische Renaissance zum Leben erwecken könne. Man mag darüber schmunzeln, aber die Rhetorik der Reformen in den 30er Jahren hat wirklich gewirkt, weil sie letztendlich in Institutionen auch umgewandelt wurden. Die von der Notgemeinschaft in Gang gesetzte Emigration nahm unverhoffte Ausmaße an. Bis zum Jahre 1945 fanden insgesamt ca. 800 Experten mit ihren Familienangehörigen eine neue Heimat in der Türkei. Darunter befanden sich Ernst Reuter, Fritz Neumarkt, Karl Ebert, Paul Hindemith, Alexander Rüstow, Georg Taburi und Eduard Zuckmayer. Die Öffentlichkeitswirksamkeit der Universitätsreformen lag den Hochschulpolitikern am Herzen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel von den Titeln der Vorträge geben, die man damals in den Universitätswochen gehalten hat und die nicht nur in Istanbul stattfanden, sondern auch eine Art von Reisevorträgen in Anatolien waren. Asta zum Beispiel sprach zum Thema Willensfreiheit. Peters über die Idee der Europäischen Universität im Verlauf der Geschichte. Kessler über Politik und Moral. Rüstow über die Verpflichtung durch unsere Revolution, die Sitten der Vergangenheit und die Zukunft des Arbeiters. Auerbach über Montesquieu und die Gedankenfreiheit. Heilbronn über den Ursprung und Sinn des Geschlechtslebens und Schwarz über Sigmund Freud und die Psychoanalyse. Und diese Vorträge, wir sind heute gut besucht und ich bin Ihnen alle dankbar, dass Sie gekommen sind, aber diese Vorträge waren unheimlich gut besucht. Wir haben Fotos gefunden von den Vorträgen an der Universität Istanbul, in dem es Hunderte von Studierenden gab. Und das waren auch öffentliche Vorträge, sodass man auch von auswärts kommen konnte. Sie haben wirklich etwas bewirkt in dem intellektuellen Leben in dieser Stadt. Die Philologen Leo Spitzer und Erich Auerbach wirkten federführend beim Aufbau der Fakultät für westliche Sprachen und Literaturen der Romanistik, Anglistik und Germanistik an der Istanbul University mit. Diese Neuaufstellung erzielte durch ihren maßgeblichen Einfluss auf die nächste Generation türkischer Philologinnen und Philologen sowie auf den Aufbau weiterer Fakultäten im Lande eine hohe Wirksamkeit. In den 3 Jahren zwischen 33 und 36, in denen der Romanist Leo Spitzer an den Reformen der Istanbul University mitwirkte, bevor er weiter in die USA emigrierte, legte er den Grundstein für die Nationalphilologien in Istanbul. Erich Auerbach, der 1936 auf Spitzers Lehrstuhl für westeuropäische Philologie berufen wurde, setzte den komparatistischen Geist Spitzers fort. Sein intellektuelles Engagement, wie sein in Istanbul während der Kriegsjahre verfasstes Hauptwerk mit dem Titel Mimesis, dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur zeigt, geht ebenfalls über die Grenzen nationalsprachlicher Literaturwissenschaft hinaus, gibt dem Ursprung europäischer Literatur einen erstmals jüdisch-hellenistischen Rahmen und befasst sich mit der hebräischen Bibel als literarischem Text. Erich Auerbach führte nach dem Weggang Spitzers bis nach Kriegsende das Modernisierungsprojekt an der Fakultät für westliche Sprachen und Literaturen weiter. In den 30er und 40er Jahren wurden somit die humanistische Bildung an Universitäten und manchen Schulen, Osmanisch wurde zum Beispiel gestrichen aus allen Schulen, dafür wurde an einigen Schulen Latein eingeführt, auch Griechisch, um einen gemeinsamen Bezugsrahmen für die Türkei und den Westen zu schaffen.
Seine Befürworter glaubten an die bildende Rolle klassischer europäischer Literatur. 1939 kündigte der Bildungsminister Hasan Ali Yücel an, dass die Übersetzung von Hunderten von europäischen Klassikern zu einer türkischen Renaissance beitragen würde. Und dieses wurde tatsächlich umgesetzt. Es sind eigentlich auch ehemalige Studenten von Leo Spitzer und Erich Auerbach, die später das Übersetzungsbüro in Ankara gründeten, in dem die literarische Übersetzung von Hunderten von Klassikern aus dem Griechischen, Lateinischen, Deutschen, Französischen und Russischen meist und Englischen mit bearbeitet wurde und diese Übersetzungsaufträge vergeben wurden. Und man muss auch bedenken, die Literatur war so wichtig, dass Ismet İnönü, der damalige Präsident, die Vorworte für diese Bücher auch geschrieben hat. Also sie hatten einen symbolischen Wert, diese literarischen Übersetzungen der europäischen Klassiker. Die Inszenierung von westlichen Theaterstücken, Konzerten und Opern, die Erstellung von Wörterbüchern, die Einrichtung eines Übersetzungsbüros sowie die Zeitschrift über Theorie und Praxis der Übersetzung oder die Ausbildung von Lehrern in den antiken und modernen Sprachen und Literaturen Europas wirkten dabei federführend. Obwohl der türkische Humanismus in erster Linie als pädagogisches Mittel für die Umerziehung der türkischen Elite eingesetzt wurde, wirkte sie wie eine Grammatik europäischer Kultur bei der Übersetzung des westlichen Habitus. Trotz seines Erfolges endeten die Reformen in der Nachkriegszeit. Vorwürfe des Kommunismus gegen den wichtigsten Architekten der Reform, Hasan Ali Yücel, brachten die Reformen zu einem abrupten Stillstand. Dazu kamen auch noch die antigriechischen Pogrome in den 50er Jahren, die auch dazu führten, dass man das Bewusstsein der griechischen Geschichte, der antiken griechischen Geschichte auch nicht mehr so beibehalten wollte. Dennoch sind die Leistungen der humanistischen Reformen noch heute von entscheidender Bedeutung. Zu ihnen zählen natürlich erst die Universitäten, die bis zum Militärkup im Jahre 1980 dank Hasan Ali Yücel autonom agieren konnten, die Nationalbibliothek, Hunderte von übersetzten literarischen Werken und das immer noch andauernde Engagement für eine säkulare Kultur und Bildung. Ich komme zum Schluss. Die 30er und 40er Jahre waren von umfangreichen Europäisierungs- und Übersetzungsprozessen geprägt, die den Humanismus als gemeinsamen Nenner zwischen der modernen Türkei und dem sogenannten Abendland förderten. Hier, gerade an den Grenzen Europas, sahen sich Leo Spitzer und Erich Auerbach der Aufgabe gegenüber, nach humanistischem Muster säkularisierend zu wirken. Trotz Auerbachs kritischer Haltung gegenüber der Abkopplung der türkischen von der osmanischen Kulturgeschichte, in einem Brief an Walter Benjamin schrieb Auerbach von der Barbarisierung der osmanischen Kultur in der modernen Türkei, spielte Auerbach bei der Umsetzung der Modernisierungsreformen, die Nationalisierung mit Säkularisierung und Humanismus verknüpften, eine bedeutsame Rolle. Bei der Erforschung von Wissenschaftsgeschichte plädiere ich daher für eine bilaterale Auseinandersetzung mit dem Thema, das bisher vorwiegend unter dem Aspekt eines einseitigen deutschen Wissenstransfers untersucht wurde und nicht mit Rücksichtnahme auf das Zusammenspiel von jüdischen, christlichen und islamischen Interpretationen der Welt. Mimesis, Auerbachs einflussreiche Studie 3000-jähriger europäischer Literatur, verstehe ich daher nicht nur aus der Vertreibung aus dem nationalsozialistischen Deutschland, sondern auch als logische Konsequenz der säkularisierenden, humanistisch begründeten Reformen türkischer Hochschulen. Vielen Dank.